Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Leana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, kehrt er zurück, sucht wieder den Kontakt zu dir. Was ist sein Plan? Dazu ist diese Legung. Diese Karten sind meine eigenen Karten. Das ist Natur, das ist Energie pur. Sein Gegenwart zeigt hier diese Pflanze und das bedeutet, er ist sauer auf jemand. Er ist wütend. Kann auch sein, dass er wütend auf sich selbst. Aber ich würde das eher so deuten, dass jemand ist in seiner Umgebung und es nervt ihn. Es geht ihm nicht so gut und hat diese Wut. Was ist sein Plan? Das zeigt hier diese Pflanze und bedeutet ein Besuch. Er plant einen Besuch. Er möchte mit dir treffen. Und was steht gerade im Mittelpunkt, außer dass er sauer ist? Das bedeutet diese Gift. Es ist giftig. Ich würde sagen, das sind Spannungen, Gesprächen, verletzten Worten. Jemand beschimpft ihn oder jemand nervt ihn. Das ist alles vergiftet, dieser Kontakt oder seine Verbindungen. Und das bringt ihn aus der Ruhe. Die Einflüsse von außen ist zwar verträglich, aber glücklich ist er damit nicht. Was ändert sich bei ihm? Das zeigt hier diese Königskerze, so heißt diese Pflanze, und bedeutet, er ist der König. Und ein König herrscht und bekommt Anerkennung oder Bewunderung. Er möchte im Mittelpunkt sein und er möchte diese Position behalten und er will sein Leben beherrschen, seinen Gedanken beherrschen, seinen Gefühlen beherrschen. Wie steht er zu dir? Das zeigt dieser I Ching-Symbol. Diese Pflanze steht tatsächlich damit in Verbindung. Das bedeutet Wandlung oder dass etwas wiederkehrt, dieser Rhythmus des Lebens. Außerdem zeigt die Zukunft und das befindet sich hier und bedeutet das innere Kind. Die Kindheit, das innere Kind, das, was euch verbindet, aber das hat auch eine symbolische Bedeutung und das beschreibt die Zukunft. Das symbolisiert nämlich auch einen Neuanfang. Und er kommt wieder und ihr startet einen Neuanfang. Und so unschuldig wie die Kinder. Und dieser innere Kind, das bringt euch auch die Heilung. Gibt es eine andere Frau bei ihm. Gastfreundschaft bedeutet Einladung. Er wäre ein Gast. Das heißt, er bekommt von anderen Frauen Einladungen oder von einer bestimmten Frau eine Einladung. Aber die Antwort von seiner Seite aus, diese Einsamkeit, das heißt, er nimmt dieses Angebot, diese Einladung nicht an. Er hat ein klares Nein dazu und er ist alleine. Und wie steht er zu dir? Das haben wir hier schon mal gesehen. Aber was ist zum Erwarten eurer Zukunft? Du bist hier Aphrodite, die Liebesgöttin. Und das heißt, er bewundert dich. Er will dich nicht verletzen. Manchmal denkt er, ich bin nicht gut genug. Er muss auch wachsen,
dass ihr in gleichen Augenhöhen seid. Deswegen kommt diese Veränderung, er ist wie ein König. Und dann kommt dieser Neuanfang. Wie sollst du damit umgehen oder was kannst du tun? Das ist diese Vergrößerung. Du bist selbstbewusst, du bist mit deinen Größen bewusst. Er bewundert dich wie Aphrodite, wie eine Liebesgöttin. Wer braucht diese Vergrößerung? Er ist in dieser Wandlung, bis er diese Position oder dieses Selbstbewusstsein erreicht. Und dann wird er mutiger sein und eure Zukunft liegt hier. Das ist Sieg, das ist Anerkennung, das ist Wertschätzung. Du erreichst das, was du möchtest. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, dann bedeutet nein, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann lassen wir alles stehen, weil ist alles ungewiss. Die Antwort ist ja, er liebt dich. Liebe Leana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.